Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Pokémon Snap. Oh, es gibt eine Cutscene-Lull. Na, habt ihr Spaß mit der Erkundung? Ich hatte vergessen, dem Professor was Wichtiges zu erzählen. Anhand meiner Beschreibung hat er jetzt ein Upgrade für die Forschungskamera entwickelt. Was denn? Eine Melodiefunktion, mit der die Kamera Töne abspielen kann. Das Erklingen der Melodie kann bei Pokémon andere Verhaltensweisen zum Vorschein bringen. Klingt abgefahren. Rita, kannst du den beiden bitte alles weitere erklären? Okay. Wenn man R drückt, ertönt eine Melodie. Drückst du R erneut, stoppt sie. Manche Pokémon sollen dadurch aufwachen. Andere fangen an zu tanzen. Ich muss aber zugeben, dass ich noch keine Gelegenheit hatte, die Funktion zu nutzen. Wir sollten sie daher einfach mal ausprobieren. Okay, instant neue Funktion zum Folgenbeginn. Auf jeden Fall haben wir am Ende der letzten Folge zwei neue Gebiete freigeschaltet, zu denen wir jetzt hinreisen können. Und wir beginnen mit der sengenden Sandwüste. Boah, irgendwie fühlt sich mein Hals gerade scheiße an. Ich hoffe, ich schaff's gescheit durchzulabern in der Folge, sonst wäre belastend. Aber naja, Wüste, erstes neues Gebiet. Ich weiß nicht, ob wir es heute auch ins andere schaffen, aber mal gucken. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile tatsächlich nicht mehr das Game aufgenommen. Erstens habe ich allgemein eine ganze Weile nicht aufgenommen und andererseits halt schreckt mich auch ein bisschen, was ist das? Fußspuren. Schreckt mich das mit dem ständigen Überhitzen auch ein bisschen ab. So, Musik, seht ihr ja, was das macht, so? Komm. Sorry. Boah, heute läuft nicht so. Ja, okay, die Fotos waren jetzt nicht so toll. Ich glaube, mit diesen Tornados kann ich derzeit ohnehin noch nichts machen. Wir können aber Pokémon aus diesen Sandhaufen rausholen. So, da haben wir eine Sandhose, da haben wir eine Kristallblume. Und da war gerade eben noch irgendein Flugvieh. Okay, nicht so gute Position am Ende. Ja, also hier kann man meines Wissens nach noch nichts machen. Ja, okay, da hätte ich ein gutes Foto bekommen können, wollt aber versuchen, ob ich das Ding irgendwie so noch ein bisschen besser positioniert krieg. Also, hier finden wir gleich ein paar neue Pokémon. Nee, die Flöte scheint nicht viel zu bringen. Ja, okay, da geht nur Flamli hin. Aber besser als nichts. Na, die Tuska sind von der Position her nicht gut. Und Digga, die Flöte hat angegeben, dass man damit gut Pokémon wecken kann. Und keines der schlafenden Viecher juckt die Flöte auch nur im Ansatz. What the fuck sind das für Werbeversprechen hier? Alles Lügen. Da hinten fliegt noch ein Sandvivillon. Die kann man eigentlich immer mitnehmen. Das ist irgendein Pokémon-Bau, hätte ich vielleicht mit der Flöte was machen müssen. Ach, wir kommen auch noch mal ein bisschen näher. Und da ist auch schon das Ziel. Jawohl! Noch eine Kristallblume zum Annie.
Was kann ich denn damit machen? Irgendwie gerade nicht so viel. Und das Pinsir, bekomme ich so. Ja, ich glaube, wir haben ein paar decent Fotos bekommen. Hätte auch besser sein können, aber naja. Ich habe aber eh das Gefühl, die Wüste ist zumindest in meinen Augen das Gebiet, das nachts mit dem größten Abstand cooler ist als tags. So, 40 Fotos von 8 Pokémon haben wir. Ja, die sind halt leider alle zur Seite gedreht. Elisard ist halt in der Regel weit wieder das Elisard. Das sind die 3-Sterne-Dinger. 2 Sterne habe ich schon bei Pinsir, 3 noch nicht. Alter, Christian, du Haufen. Das ist ganz schön von der Position her. Hier will ich... Die bringen auch nur 2 Sterne. Ich weiß gar nicht. Weil die sind nicht so toll. Okay, das sieht irgendwie dumm aus. Das nehme ich. Dann Flamli sind halt alle ziemlich klein. Das ist aber stabil. Kristallblume brauche ich nicht offensichtlich. Und ja. Mal gucken, was er von den Fotos hält. Da ist halt, dass das Ding zur Seite guckt, das Hauptproblem. 3000 nur. Ich dachte, ein klein bisschen mehr wird's vielleicht noch. Dass es zumindest reicht für die goldenen Sterne. Das ist eigentlich genau dasselbe von den Punkten. Das ist schlechter. Also, wenn das nicht schlechter ist, dann kann's mich mal, ja... Nicht viel, aber es ist schlechter. Und das ist ja wohl mal... Ja, das gönnt. Und das Foto ist doch eigentlich stabil. Also da lasse ich mir nichts sagen. Und da stimmt er mir auch zu. Und das Foto ist schlicht dumm. Ja, 3,5. Kann sein, dass ich für ein anderes mehr bekommen hätte, aber... Oh, nur 2000, was? Und ich glaube, das müsste besser sein, ja. Es ist halt deutlich mittiger. Oh mein Gott, ich habe gerade erst gesehen, mein 4-Sterne-Ding hatte ich schon ganz vergessen. Das ist ja das geilste Vivillon-Foto, das man machen kann. Und ich hasse es. Ich hasse es. Warum? Ja, komm, starten wir gleich die Strecke neu. Ich glaube, wenn man das kann, dann gibt es sowieso keine, Dings, keine Neuigkeiten. Ja, okay, mal gucken, ob wir dieses Mal vielleicht irgendwas besser hinkriegen. Vielleicht, aber auch nicht. Na komm, Digga. Das Scheißteil dreht sich einfach nicht. Oh, das ist gut. Das ist viel näher als letztes Mal. Und irgendwie läuft das Ding, als wär's behindert gegen den Sand. What? Okay, Pionscore. Ah, das Viech war gerade gut da. Das war auch nicht so stabil. Ja, was verbirgt sich in ihr, werden wir nicht so schnell rausfinden. Die sind nicht so gut, die Fotos. Der müsste aber noch mal rankommen, ne? Und ich hab's komplett verkackt. Bei mir läuft. Nee, der, bei mir läuft nicht. Bei mir rennt sogar. Oh, und da kommt eins.
die verhalten sich hier zum Teil jetzt schon ziemlich anders im Vergleich zu dem, was ich denke. Kann ich die irgendwie aufwecken vielleicht? Anscheinend nicht. So, vielleicht besseres Flamly diesmal. Perfekt. Ich glaube, das war gut. Ja, geh hin. Wow. Ich wollte nicht, dass du den frisst. Du Scheißhaufen. Dreh dich mal zu mir. That's big. Vielleicht schon zu groß, muss man sagen. Nee, das Ding wacht nicht auf. Das Ding wacht schlicht nicht auf. Und ich glaube, die Höhle ist auch erst in einem anderen Level sinnvoll. Hier dürfte es eigentlich noch nichts geben. Irgendwie sah es kurz aus, als wäre da irgendwas Relevantes, aber... So. Die zwei Hypoteros da kann ich... Na, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, das überhaupt zu versuchen, muss ich sagen. Das verpisst sich gleich wieder. Bruder, ist das dein bester Freund oder was? Der Apfel bleibt einfach hängen. Wow. Der bleibt einfach hängen. Was denn das? Ja, das ist eh nicht so gut. Aber wir haben ein Foto. Das ist krass, ne? Das ist ganz, ganz arg krass. So, machen wir weiter. Ich habe mehr Fotos gemacht diesmal. Die Pokémon waren an sich dieselben, aber oh, das ist auch 4 Sterne. Ja. Das ist, denke ich, von denen das Beste. 1 Stern fehlt mir noch, deswegen nehme ich das. Warum hat das 2 Sterne? Wow, nee, ich nehme trotzdem das. Das 2 Sterne ist halt komplett bad. Hier fehlt mir auch noch 1 Stern. Die sind aber alle nicht gut. Ah, da aber, das ist stabil. Nur das hier zählt wirklich als 3. Hm. Oh, und das zählt als 4. In dem Run habe ich einige 4er bekommen. Das ist ganz gut. Dann, ich weiß übrigens, dass es automatische Auswahl gibt, aber ich will einfach nicht. Ich will mir die schön alle selber angucken. Ja, das ist nicht gut, aber... Hm. Ja, ich glaube, neue Bestfotos habe ich nicht viele. Vielleicht Grifeldes. Pionskora hat sogar ein bisschen mehr Punkte gehabt. Okay, das ist Platin tatsächlich. Ah nee, Grifeldes war ja letztes Mal schon krass. Ich mag das ehrlich gesagt lieber, sind eh beide Diamantstern. Und ja, das ist halt recht langweilig, aber reicht sogar für 3,7. Das fühlt er aber nicht so. Aha. Genau wie das. Das sind keine guten Werte. Nee, der fühlt einfach nichts, was ich diesen Run gemacht habe. Absolut nicht. Aber das reicht definitiv für Level 2.
Natürlich Wüstetag, das ist... So, es gibt wieder News. Das sehen wir unter anderem daran, dass es gerade gesagt hat und dass wir die Strecke nicht neu starten können. Was hat er jetzt zu sagen? Gibt's schon Wüste Nacht? Irgendwann? Maybe? Die Erkundung der Wüste läuft wirklich gut. Dann könnt ihr euch ab sofort jetzt auch nachts dort umsehen. Bitte macht Fotos vom Lumina-Phänomen, damit ich Lumina-Kugeln entwickeln kann. Well! Schnell und simpel, ja, es gibt jetzt Wüste Nacht. Und, ich überlege gerade ehrlich gesagt, sollen wir uns erstmal bei Tag 2 umsehen? Nee, dann bekommen wir die Lumina-Kugeln und können die auch am Tag gleich nutzen. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, was nachts in der Wüste abgeht. So. Diese Animation finde ich schon ganz geil, wenn man hier so beginnt, muss ich sagen. Also, da gleich mal mit dem neuen Pokémon. Mit dreimal einem neuen Pokémon. Wie das läuft. Aimbot. Die Äpfel bleiben halt komplett an denen hängen. Bei denen läuft richtig. Ah, das war, glaube ich, nicht mittig genug. Ah, das Foto war nicht stabil, leider. Und da wurde kurz Pionskora von einem Meteoriten erschlagen. Happens. Die leuchten alle nicht. Ich muss logischerweise wie immer eine leuchtende fotografieren. Aber die Sandhose hier ist auch weg. Und wir fahren einfach, weil auch wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, warum wir uns die Mühe machen, hier über den Hügel zu kriechen, wenn wir 3 Meter weiter rechts auch einfach so machen könnten. Der Sternhimmel gefällt mir aber, muss ich sagen, habe ich bisher in dem Game eigentlich noch nicht drauf geachtet. Wolverock. Oh, das war nice. Da drüben chillt ein Knacklion anscheinend. Wir fahren dieses Mal auch diese Route lang. So, und wo ist jetzt das Knacklion? Ich glaube, das war nicht so gut. Oh. Ey, Bitch. Na, das davor war ehrlich gesagt besser. Irgendwie kann man dem Ding, glaube ich, auch helfen. Ich weiß aber nicht, wie. Und, bin ich eigentlich blöd? Ich wollte gerade sagen, wir haben nirgends eine leuchtende Kristallblume gesehen. Okay, jetzt hat's auch registriert. Ich hatte schon kurz Sorge. Der Controller hat gerade heftig vibriert. Weil wir da runtergefahren sind anscheinend. Oh, nix. Ich höre die ganze Zeit Geräusche und kann die nicht identifizieren. Da wäre noch ein Dings Tuska gewesen.
Des hat einen Anfall. Ah, scheiße. Das zu treffen ist schwierig. Insofern man das überhaupt treffen können soll. Aber man sieht hier, denke ich, auch schon. Das sind Metheno, diese Meteoroiden. Die zum Beispiel gerade einen Pion Skora umgebracht haben. Da hinten fliegt noch ein grünes wieder in die Luft. Ist schon nice, würde ich sagen. Ich mag die Nacht in der Wüste gutes Stück lieber. Heißt nicht, dass ich den Tag scheiße finde oder so. Allgemein ist die Wüste schon ein cooles Gebiet. Ich überlege gerade, im ersten Pokémon Snap gab es tatsächlich... Allgemein, im ersten Pokémon Snap die Gebiete fand ich sehr seltsam. Da gab es echt viel, wo man sich denkt, ja, das muss, gab es einfach nicht. Irgendwie, Wald gab es nur so ein bisschen. Es gab keinen Dschungel, keine Eisgegend, keine Wüste. Es gab sau seltsame Gebiete nur. Wir haben ein 3-Sterne-Knack-Leon auch. Da. Na dann. Pion Skora haben wir auch 3 Sterne, dass das tot ist. Der Professor mag wohl tote Pokémon. Das gefällt mir. Hier haben wir nur 2er und 1er. Ja, das da nehme ich. Das haben wir noch. Wolverock ist den anscheinend... das finde ich gut. Ist den anscheinend scheißegal, welche Form man hat. Ja, das ist das Beste. Kangama habe ich eh nur 1. Nimm das Bild noch. Und gib mir Lumina-Kugeln. So. Wir haben Knackleon. 3 Sterne. Das Foto ist doch eigentlich gut, oder nicht? Ah, reicht leider nicht ganz für 4K. Wir haben Pion Skora jetzt schon fast vollständig. Genauso wie Tuska, da fehlen uns jeweils nur ein 1-Sterne-Bild. 3, 2, ja, Das ist doch eigentlich recht stabil. Findet der gar nicht, der findet das ja grottenschlecht. Guck mal, Alter, wir haben Live-Aufnahmen von Sans Undertale. Ja, Diamant. Und das ist eigentlich auch ein nices Foto. Yep, stimmt er mir zu. Und ja, das nicht. Das nicht. Warum gibst du dem 3,7? Womit hatte das scheiß Foto 3,7 verdient? What the fuck? Und es ist doch ein Joke. Es ist doch einfach ein Joke. So, bisschen Gedöns. Bisschen viel Gedöns. So, er kann mir jetzt Lumina-Kugeln geben. An sich will ich keine Erkundung mehr die Folge machen. Ich muss mal kurz gucken. Das eine Feature gibt's doch schon, oder nicht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann im Spiel was freigeschaltet wird. Ich guck mal kurz, wenn ja, gucken wir uns gleich noch ein Feature an, kurz. So. Willkommen zurück. Ich hab's geschafft, Lumina-Kugeln, Diggi. Gönn dir. Ich glaube, das mussten wir jetzt nicht viel zu sagen. Die grünen Lumina-Kugeln. Und, im Labor ist das, glaube ich. Meine Ecke. Ist es da? Das ist mein bestes Foto bisher. Interessant. Fotodex. Ich suche nach dem Feature. Falls wir das noch nicht haben, dann hört ich es jetzt einfach, wo man die Fotos schon bearbeiten kann. Hier, man kann Fotos be... Oder wie ist das mit Foto?
bearbeiten gemacht. Ah, das ist wirklich so. Ich dachte kurz, vielleicht kann man da nur ein anderes gespeichertes Foto nehmen. Dann gucken wir mal kurz, was wir bearbeiten wollen. Gucken wir mal, was wir aus dem Foto machen können. Wir haben hier schon einige bekloppte Optionen, mit denen wir dumme Scheiße machen können. Boah, der Stempel ist kacke, ich mag den nicht. Viel besser. Dann haben wir hier noch solche Optionen. Hier, komm, Bruder. Magie. Heftige Magie. Was sind das für Effekte? Bruder, Achtung. Der Muffin, der ist, Aha, so kann man die Schicht ändern, sag ich mal. Der Muffin stinkt. Und Evoli ist Super Saiyajin Mode. Oder so. Sheesh. Ich bin Künstler. Ich bin Künstler, Brudi. Ich bin's einfach. Kauft meinen nicht vorhandenen Merch. So, woran denkt Megania? Bruder, woran soll das denken, wenn ich an diese Augenbraue? Bruder, ich bin stolz auf mich. Ich bin einfach der Beste. Jetzt noch nach einem Rahmen gucken. Yes. Alter. Man nennt mich auch Picasso den Heiligen. Bruder, das ist einfach neuer Comic. What the fuck ist das für ein Filter? Ja, der gefällt mir. Speichern. Ah, es ist Kunst. Und wo ist das jetzt gespeichert? Ich will wissen, wo das gespeichert ist. Ich will mein Kunstwerk sehen. Mein Kunstwerk. Bitte. Danke. Gucken wir mal kurz bei online. Poste keine unangebrachten Inhalte. Ah ja. Oh, das ist ganz cool. Gönn dir. Heute noch vielleicht. Online-Profil. Album. Eins. Bratwurst. Mau. Liked alle mein tolles Foto, Leute. Ich bin wie gesagt der neue Picasso. Ich bin sehr stolz auf mich. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.